Ende Mai 2005, als der rasende Roland noch als Rü-KB firmierte, war einiges noch ganz anders als heute. Im Rahmen eines Rügenurlaubs entstanden damals nebenbei einige Aufnahmen vom Betrieb auf den Schmalspurgleisen. Nachdem die 53 mH im BW von Putbus fertig restauriert war, ging es an das Ende des Zuges. Denn zunächst wurde er von der Diesellok V51 nach Lauterbach-Mohle geführt. V51 war damals noch Bundesbahn rot lackiert und auch das betriebliche Prozedere war noch anders als heute, wo der aus Binz eintreffende Zug zunächst unter Dampf nach Lauterbach fährt, die Diesellok ihn zurückzieht und die Lok erst dann restauriert wird. Die Aquarius C war noch im Eigentum von Walter Seidensticker und verkehrte auf der Insel im Plandienst, bis ihre Fristen am 3. Juni abliefen. Auf dem Abstellgleis stand die Niki und Frank S., heute in Mühlenstrot beheimatet, in Reichsbahnlackierung und mit der Nummer ihrer Schwester 99 46 52 versehen, welche ausgemustert auf den Gleisen des Fördervereins zur Erhaltung der Rügenschen Kleinbahnen besichtigt werden konnte. An eine betriebsfähige Aufarbeitung war seinerzeit noch gar nicht zu denken. Als der Zug aus Lauterbach zurückkam, war es noch ruhig in Putbus. Das änderte sich aber gleich, denn der Triebwagen der OLA, die damals noch den Betrieb zwischen Bergen und Lauterbach führte, war bereits eingetroffen. Kurz darauf ging es auf Schmalspur nach Göhren und auf Regelspur nach Bergen. Viel Trubel herrschte im Bahnhof Binz LB, der bereits umgestaltet und mit modernem Betonpflaster ausgestattet war. Der Gegenzug wurde am 28. Mai vom Burgfräulein 99 4801 geführt.
weite Rapsfelder geht der Blick zum Jagdschloss Granitz. Inselin Ost trifft die 52 mh mit ihrem Zug aus Göhren ein. Im Gegensatz zu ihrer Schwester trug sie damals Reichsbahnlackierung und Beschilderung als 99-46-32, was ihr meiner Meinung nach hervorragend stand. Wie man auch an der Kleidung des Lokpersonals sieht, war es auf Rügen ein heißer Spätfrühlingstag, während es im Rest von Norddeutschland seit Tagen unablässig regnete. Der Bahnhof von Göhren war damals noch im idyllischen Reichsbahnzustand mit Kiesbettung und Schüttbahnsteig. Auch der Lokschuppen präsentierte sich noch im alten Look.
Der Bedarfshaltepunkt Philippshagen sah allerdings schon ähnlich verwahrlost aus wie heute, vielleicht mit etwas weniger Graffiti. Grafitz aus ging es in die Steigung durch die Granitz. Und weil es so schön war, gibt es noch einmal 52 mh im schwarz-roten Kleid zu sehen. An der Allee bei Posewald rauschte noch einmal 53 mh durch, bevor mir dann schlussendlich noch die Aquarius C vor die Kamera kam.